Moin, moin, meine aktive Meerwasserfreunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, heute der neue Sonntagsvlog für euch. Ja, wie immer, erstmal, ich hoffe, ihr habt euch euren Kaffee gemacht. Kaffee ist ganz wichtig. Ja, ich will nicht viel dazu sagen, ich habe heute mal wieder ausgeschlafen. Ja, die Woche war arbeitsmäßig gesehen war mir ziemlich hart gewesen. Wir haben eine riesengroße Baustelle. Von daher bin ich da halt schon ziemlich eingespannt. Habe die Woche unwahrscheinlich viel Content aufgenommen. Ich habe, glaube ich, fast 150 Gigabyte an Zeug liegen. Muss ich alles noch schneiden, werde ich mich heute ransetzen. Ja, auch diese Woche ist wieder etwas gekommen. Neues Mittel von der Firma AK oder von Mikrobelift. NO3 PO4 Control ist ein Mittel, wo ihr eure Nährstoffe mit kontrollieren könnt. Ist gerade, wie gesagt, ganz neu erschienen. Werde ich mir auch im Einzelnen nochmal angucken. Und ja, ich werde euch ja daran auch teilhaben lassen, wie gewohnt. Ja, ansonsten seht ihr ja, ich habe das Job auch hier ausgeblendet. Das ist extra so, weil es halt schon komplett bestückt ist. Heißt, geht auch mit dem Patch Reef weiter, weil ich da jetzt wieder Platz habe im Aquarium und alles. Ne? Das war ja ein bisschen tricky für mich, mit den ganzen Korallen, das alles hin und her zu bunkern. Aber da geht es jetzt, wie gesagt, auch wieder weiter. Ja, ansonsten war gestern noch ganz gut gewesen. Ich habe gestern, ich meine, ich weiß nicht, wer mich auf Instagram verfolgt. Ich hau euch das hier unten mal rein. Könnt ihr mich ja gerne auch abonnieren auf Instagram. Da hau ich immer ein paar schicke Bilder rein. Gestern war ich mal für mich mal unterwegs, einfach mal schicke, geile Bilder machen. War bei einem kleinen Händler gewesen, beim Tim, kennen viele wahrscheinlich auch. Und ja, außerhalb der Bilder, die ich dort machen konnte, sehr schöne Bilder gemacht, auch für ein kommendes Projekt. Hatte ich euch ja schon kurz angedeutet mit der Korallenzucht Karlsruhe, da wird jetzt was richtig Geiles kommen über YouTube. Erstmalig in Deutschland. Ihr könnt auf jeden Fall schon mal gespannt sein, wird auf jeden Fall, denke ich persönlich, eine richtig geile Nummer werden. Apropos Korallenzucht Karlsruhe nächste Woche. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ich bin nächste Woche vor Ort. Sommerfest Korallenzucht Karlsruhe am Samstag, also nächsten Samstag, 10 bis 16 Uhr, glaube ich. Oder bis 18, müsst ihr mal gucken. Hau ich mal unten in die Beschreibung mit rein. Ja, und gestern habe ich dann halt noch das Glück gehabt, dass dieser Händler, der Tim, hatte gestern die neue Philips Coral Care Gen 2 da gehabt. Die werde ich euch auch heute noch vorstellen. Ich gucke, dass ich das nachher als erstes schneiden werde mal. Ja, da haben wir uns die neue Philips halt mal angeguckt. Sie ist ja jetzt ein bisschen, ja, sie ist immer noch sehr klobig, muss man natürlich zugeben. Ich blende sie euch hier oben mal ein. Aber ist schon etwas flacher geworden, etwas ansehnlicher. Und das Lustige war, wir hatten gestern halt auch die Möglichkeit, auch mal mit einem Paarmessgerät zu arbeiten. Das war auch mal ganz interessant. Und ich habe euch die Vorstellung direkt so gemacht, dass wir die Lampe nicht einfach nur zeigen, sondern dass wir auch halt eben mal die Paarmessungen machen und halt mal gucken, was kann diese Lampe überhaupt? Für was ist sie eigentlich optimal geeignet? Wie leuchtet sie ein Aquarium aus? Wir haben uns da ein spezielles Setup mal ausgesucht. Und ich denke, das seht ihr ja dann nachher im Einzelnen. Ich glaube, das wird ganz interessant sein. Da könnt ihr mir dann später auch bitte mal in die Kommentare reinhauen, wie euch so eine Vorstellung gefällt. Ja, ihr wisst ja, ich will halt immer versuchen, irgendwo Sachen, Strommessungen, Luftmengenmessungen beim Abschäumern und so Geschichten. Ne? Ich will halt immer versuchen, euch das so bestmöglichst zu verdeutlichen, wie es halt eben geht. Und ja, ich denke mal, das ist ganz gut geworden. Ich glaube, wir können euch da ein bisschen noch was zeigen, wie ihr die Lampe einzusetzen habt, dass man sie nicht auf 100% fahren sollte und all so Geschichten halt eben. Aber wie gesagt, das werdet ihr haarklein noch alles erfahren in dem kommenden Video zur Philips Coral Care Gen 2. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe noch ein paar schicke Bilder halt gemacht gehabt. Ich habe viel Content abgedreht, aber ich habe es einfach nicht geschafft mit dem Schneiden. Heute ist auch mal der erste Tag, wo die Klimaanlagen aus sind, weil es war ja nicht auszuhalten, dadurch, dass ich hier im Studio halt auch riesengroße Fenster, also wirklich riesengroße Fenster habe, kommt hier auch so viel Sonne rein, weil ich glaube, in 2 Wochen kommen meine neuen Fenster, die werden dann halt getauscht gegen Fenster mit Rollladen und alles.
Dann kann ich auch einfach mal komplett dicht machen. Ansonsten wärmt sich das hier extremst auf. Also die Woche war echt die Hölle für mich. Ich meine, ich transpiriere sowieso relativ schnell. Ja, gut, das liegt wahrscheinlich hier im Bauch so, ne? Ein bisschen zu viel Gewicht. Ja, dafür war es so eine Qual. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte dann auch abends ehrlich gar keinen Bock mehr, noch Videos zu schneiden, weil das war mir einfach viel zu warm. Ich habe mich schön für die Klima gehangen, ne? Und Netflix an und Juckuhu, ne? Ja, wie gesagt, heute setze ich mich mal hin. Heute werde ich mal gucken, dass ich von den 140 GB mal ein bisschen was weggearbeitet bekomme. Ja, und dann gehen auch unsere Projekte hier alle wieder weiter. Wie gesagt, PatchReef geht jetzt weiter. Drop-Off ist im Prinzip schon besetzt. Ihr dürft es halt noch nicht sehen. Sieht schon ziemlich geil aus, muss ich sagen. Ja, sieht schon brutal aus. Aber da fehlen mir halt noch die SPS und die werde ich, glaube ich, nächste Woche noch bei der Korallenzucht Karlsruhe noch mal schauen, weil die haben, glaube ich, einen ziemlich guten Import reinbekommen. Und da werde ich dann halt noch schauen, weil wir haben ja gesagt, wir wollen da auch ein paar richtig schöne Hardcore-SPS reinsetzen. Ich werde halt den unteren Drop, habe ich mit LPS und Zoas und Euphilien und hast du nicht gesehen, zugepflastert. Und im oberen Bereich werden wir halt eben schicke SPS reinmachen. Und dann werden wir halt auch mal gucken. Ich werde das dann da hier auch mal mit der Paarmessung mal ausprobieren. Weil es war eigentlich ganz interessant, weil vor allen Dingen hatte der Tim mir dann gestern auch noch so ein paar wertvolle Infos geben können, weil ich habe mich mit Paarmessungen und diesen ganzen Geschichten noch nie beschäftigt. Ist nicht meine Welt, ich kann dazu wenig zu sagen, deswegen war ich halt froh, dass der Tim dann mit ins Video reingesprungen ist und gesagt hat, okay, ich mache das mit dir zusammen. Und er hat im Prinzip eine Liste auch, die immer erstellt wurde, was überhaupt die Korallen brauchen an Paarleistungen. Ne? Also das fand ich auch sehr interessant, damit man da auch mal sehen kann, wie sind überhaupt die Paarwerte im Aquarium. Und ich war sehr erstaunt, wie stark diese Paarwerte auch nur wenige Zentimeter unter der Wasserlinie, wie stark die in den Keller fallen. Ja, also wenn ich oben unter der Lampe gemessen 3.500 Paar habe, die da rauskommen, bin ich 5 cm unter der Wasseroberfläche schon nur noch bei 800. Ja, also da muss ich sagen, war ich schon sehr erstaunt und das wird, wie gesagt, auch eine ganz, ganz interessante Geschichte sein, denke ich mir. Aber guckt es euch nachher an, dann werdet ihr das ja genau sehen. Und wie gesagt, sagt mir mal Bescheid, haut dann in die Kommentare, ob euch das so gefällt, der Style, wenn man das auch so mit diesen Messungen ein bisschen halt zeigt, verdeutlicht, was kann so eine Lampe überhaupt. Ja, haut mir das mal in die Kommentare. Ja, ansonsten werden wir heute definitiv noch, ist ja wieder Sonntag, wir werden heute den Deltec 1000i werden wir heute ziehen. Da holen wir uns den einen Gewinner raus. Ich kann leider nur einen wieder glücklich machen von euch, aber es ist ja schon mal wenigstens einer. Ja? Dann werden wir heute das nächste Gewinnspiel dann auch gleich im Anschluss wieder starten. Ich würde sagen, wir machen jetzt einen schönen Wechsel. Wir machen jetzt halt mal wieder einen Korallengutschein. Und da werden wir heute mal schauen, ob man den Coral Master oder Corralaxy nehmen, weiß ich noch nicht, muss ich mal schauen, wen wir nehmen, aber wir werden auf jeden Fall dann heute noch ein Gewinnspiel starten wieder und mit Korallengutscheinen für euch. Ja, Freunde, ansonsten, wie gesagt, habe ich eigentlich alles erzählt. Gekommen ist, wie gesagt, diese Woche die Geschichte von der Firma AK. Werde ich mir nochmal genau reinziehen, ein paar Infos mir noch von AK selber holen, einfach mal schauen, wie das ist, wie das funktioniert und was es genau ist, um euch das mitteilen zu können. Und ja, dann werde ich euch ja darüber halt eben berichten. Ja, Freunde, ich würde sagen, ich setze mich mal an den Rechner, schneide den Vlog, damit er noch gegen Mittagszeit hochkommt. Ja, Mahlzeit können wir eigentlich sagen, könnte ich mir eigentlich statt einen Kaffee ein Süppchen hier reinmachen. Ja, es ist ja der Sonntagsvlog, er muss ja nicht zwingend morgens früh kommen. Ich muss wenigstens mal einen Tag in der Woche haben, will ich ganz ehrlich sein, wo ich einfach mal auspennen kann bis 10, 11 Uhr so. Und dann mache ich ganz auf entspannt hier ja, den Sonntagsvlog für euch. Wir haben ja immer noch Sonntag und ich denke, damit kommen wir eigentlich hin. Ja, Freunde, ich habe alles gesagt. Wir wollten es ja kurz, kernig, knackig halten. Ich bin raus. Wir sehen uns später. Wie gesagt, wenn euch das gefällt, der Sonntagsvlog, lasst mir gerne einen Daumen nach oben drauf. Da, wer den Kanal zum ersten Mal sieht, noch nicht abonniert hat, der abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Und ihr da draußen, ihr seid meine Geilsten. Ich bin raus. Wir sehen uns nächste Woche.
Korallenzucht Karlsruhe, Sommerfest 2020. Ja, ich werde vor Ort sein. Firma AKA mit Kevin ist auch vor Ort. Kevin, wir sehen uns nächste Woche. Und ich bin raus, euer Marc. Ciao, ciao.